Grüezi miteinander. Ich heiße herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute reden wir über unsere eigenen Brüstungsprofile, das Ballista. Es gibt kein einfaches System. Es ist ein 12 mm starkes Profil, wo das Glas dreigestellt und verklebt wird. Das Glas wird anhand von einem Polycarbonatprofil untergeführt und gestützt. Mit zusätzlichen Rinnen, die der bauseitigen Entwässerung dienen. Zur Verstiffung des Glas arbeiten wir mit Forex-Platten. Achtung! Gebt immer die Glasstärke an, da somit auch die Forex variieren. Das gibt enorme Festigkeit, so gut wie keine Lufträume, aber doch genug Platz zum Arbeiten. Nicht ohne Grund sind die Produkte schon seit fast 15 Jahren im Einsatz. Wir haben 5 Basismodelle. Erfahrungsgemäss reicht das, um eigentlich alle Einbausituationen abzudecken. Schauen wir die mal im Detail an. Einmal U-Profil mit einer Höhe von 110 mm für eine Bodenmontage. Einmal ein U-Profil mit einer Höhe von 162 mm für eine Boden- und Wandmontage mit einer Abdeckung. Einmal U-Profil mit einer Höhe von 187 mm für eine Boden- und Wandmontage mit Abdeckung. Einmal ein Y-Profil für stirnseitige Montage mit einer Abdeckung. Und einmal ein F-Profil für eine Bodenmontage. Glasstärken sind von 16-76 mm bis zu 25-52 mm tragbar in diesem Profil. Achtung! Das U110 fasst nur bis 21-52 mm. Von den Glastypen kann man mit 2x Float VSG arbeiten oder TVG VSG natürlich. Zum Versiegeln reicht ein handelsüblicher Einkomponente Silikon, wie zum Beispiel der Glassilox, der bei uns auch im Shop erhältlich ist. Das Ballista ist von einem Ingenieurbüro in der Schweiz berechnet worden. Den Pendelschlagtest haben wir bei uns in Gebenach gemacht. 1, 2, 3. Selbstverständlich konfektionieren wir auch die Profile. Und auch hier gilt natürlich, Fragen da bei grösseren Mengen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis Gebenach, Jonathan Greaves. Thank you.